Hallo Freunde, heute ist der erste Tag, wo wir an unserem neuen T4 Multivan arbeiten werden. Als allererstes werde ich für euch mal eine kleine Bestandsaufnahme machen. Heißt, wir gucken uns einfach mal an, was haben wir da überhaupt gekauft. Ihr habt es ja im ersten Video schon so ein bisschen gesehen, aber jetzt gehen wir mal näher drauf ein, womit ich anfangen möchte und was für Teile ich zum Beispiel schon bestellt habe. Auf geht's. Als allererstes Dreckklamotten anziehen. Die guten Klamotten, die sollen sauber bleiben. Also erstmal umziehen. Auf den ersten Blick würde man jetzt sagen, von außen ist gar nicht so schlecht. Allerdings sieht man, dass hier natürlich untenrum schon alles einmal übergebatscht wurde mit irgendeinem schwarzen Zeug. Das soll alles am besten erneuert werden. Rost überall natürlich, Radläufe, Kotflügel, so die bekannten Stellen, die man beim T4 einfach so hat. Das werdet ihr im Laufe des Projekts aber definitiv auch noch sehen, was genau das für Stellen sind. Und deswegen habe ich mir einmal das komplette große Paket gekauft. Ihr könnt wirklich ein ganzes Reparaturset bestellen, was die Bleche angeht. Heißt einmal rundherum eigentlich so gesehen alles neu, Kotflügel neu. Und ja, so viel zum Rost natürlich. Dann haben wir hier im hinteren Bereich an der Heckscheibe so ein bisschen Rost. Das Ganze werde ich wahrscheinlich nur abschleifen und neu lackieren, weil es zu aufwendig wäre, da größere Aktionen zu machen. Aber schaue ich mir natürlich an, wenn ich es abgeschliffen habe, wie es genau aussieht. Dann haben wir natürlich so einige Kleinigkeiten, was den Unterboden angeht. Da habe ich schon gesehen, dass die Bremsleitungen ein bisschen schlecht lackiert worden, übergesprüht worden und sowas. Das mag zumindest mein TÜV-Prüfer nicht so gerne sehen. Das heißt, da werden wir natürlich beigehen. Als allererstes wollen wir heute aber mal ein kleines Elektrikproblem anschauen, weil vorne die Ladekontrollleuchte, die geht nicht aus. Das heißt, irgendwie lädt das ganze Ding hier nicht. Die Batterie wird sozusagen nicht geladen von der Lichtmaschine. Die Lichtmaschine ist neu, sieht auch wirklich neu aus. Das heißt aber trotzdem, dass wir schauen müssen, wo der Fehler liegt. Also gucken wir uns das Ganze als allererstes heute mal an. Denn die ganzen Sachen, die ich bestellt habe, sind noch nicht angekommen. Das heißt, darauf warten wir jetzt erstmal und gucken uns die kleinen Fehler an. Guck mir jetzt erstmal einfach so den allgemeinen Zustand an. Habe ich natürlich beim Abholen bzw. beim Kauf auch schon getan. Allerdings nicht so genau, wie ich es jetzt machen kann. Also ich konnte mich halt nicht drunter legen und so. Klar, würden einige denken, so das macht man vielleicht nicht bei einem Autokauf, aber es ist ja ein Projektauto, deswegen ist es nicht so schlimm, wenn man jetzt ein, zwei Sachen noch finden sollte. Was ich auf jeden Fall sehe, ist, dass wahrscheinlich die Querlenker auch gemacht werden müssen. Das heißt, die Querlenkerbuchsen, also die Gummilager, sind schon ziemlich porös. Und zum Beispiel die Achsmanschetten sehen sehr neu aus. Die Bremsen sollen wohl mal neu gekommen sein. So sehen sie auch aus. Allerdings eine Weile wahrscheinlich nicht mehr gefahren worden. Ist ja auch klar, Auto hat keinen TÜV mehr. Ja, und ansonsten ein bisschen ölfeucht ist er hier. Aber das sieht man auch von oben ganz gut. Das kommt vermutlich oder hoffentlich aus der Ventildeckeldichtung. Und ansonsten, ja, bin ich mit dem Zustand eigentlich ganz zufrieden. Hier und da ein bisschen was gebraten am Auspuff und so. Aber ansonsten gefällt mir schon ganz gut. Die Bremsleitungen wurden leider alle halt eben lackiert bzw. übergesprüht mit Unterbodenschutz oder so. Das ist immer nicht so geil, weil man dann halt nicht sehen kann, was mit der Bremsleitung wirklich ist. Da, wo ich rankomme, werde ich die Bremsleitung einfach abschleifen, ganz normal mit Handschleifpapier, und werde dann schön mit Fett das Ganze übersprühen, sodass der TÜV-Prüfer auch sieht, was mit den Bremsleitungen los ist. Ja, ich denke, wir fangen aber erstmal, wie gesagt, bei der Lichtmaschine an. So, und nun folgendes. Jetzt ist hier unten die Lichtmaschine. Ist eigentlich relativ gut zu erkennen, ist auch ordentlich ölig. Wie gesagt, die Vermutung liegt nahe, dass es von der Ventildeckeldichtung kommt. Oben ist es auch sehr nass. Also Zylinderkopfdichtung schließe ich erstmal aus, weil ich da auch keinen Bock drauf habe. Und ja, ansonsten kann ich jetzt schon mal sagen, hier seht ihr ein Kabel. Das fliegt hier einfach so rum. Das gehört eigentlich an die Lichtmaschine ran. Das kann natürlich schon eine Ursache sein.
Allerdings gucke ich nochmal weiter und gucke auch nochmal, ob da irgendwie eine Ladespannung anliegt. Das könnt ihr prüfen mit einem ganz einfachen Multimeter. Da könnt ihr, ja, eigentlich würde ich direkt an die Lichtmaschine gehen tatsächlich. Könnt ihr natürlich auch an der Batterie machen, wenn ihr jetzt noch nicht unten drunter seid und einfach erstmal prüfen wollt, ob ihr eine Ladespannung habt oder nicht. Dann geht ihr einmal mit dem Multimeter an Plus und Minus. Und wenn das Auto aus ist, sollten, ja, ich sag jetzt einmal irgendwas mit 12, irgendwas Volt anliegen. Und wenn ihr das Auto angemacht habt und einen Gasstoß verpasst habt, dann sollte durch die Lichtmaschine eine Spannung produziert werden. Ja, liegt bei 14 Volt ungefähr. Vielleicht 13,6 oder so im Standgas. Wenn ihr ein bisschen Gas gebt, könnte es auch ein bisschen höher sein. Ja, ansonsten sieht das Ganze hier echt ganz gut aus. Also es sieht für mich so aus, als wenn hier schon einiges neu gemacht worden ist. Die Schellen sind alle neu. So sehen die zumindest aus. Die Unterdruckpumpe, die wurde garantiert auch schon mal neu gemacht. Der ganze Motor wurde auch wohl schon mal gemacht. Also das heißt, der Motorblock wurde gemacht. Da wurde bestimmt auch einiges anderes neu gemacht. Dann hat der Vorbesitzer mir auch schon gesagt, dass er die Dieselleitung hier schon ausgetauscht hat. Zwei Stück. Die anderen habe ich noch liegen. Ja, und ansonsten Pumpe. Sieht alles dicht aus auf jeden Fall. Kühlkreislauf sieht soweit dicht aus. Ja, ansonsten bin ich soweit zufrieden. Klar, man muss natürlich das Ölleck jetzt finden. Ansonsten sieht das echt bescheiden aus hier unten, weil, naja, überall Öl dran ist. Und natürlich dann, wenn man das Ölleck gefunden hat, einmal vernünftig sauber machen. Ja, wie gehe ich jetzt vor? Ich werde jetzt erstmal das Kabel wieder richtig verbinden mit der Lichtmaschine, gucken, ob das schon das Problem behoben hat. Und ja, dann schauen wir weiter. So, ich habe das jetzt wieder, also wie der letzte, daran gefuscht. Das geht natürlich überhaupt nicht, hat übelst Spannung. Und ich habe jetzt gerade auch nicht den richtigen Ringkabelschuh da. Der ist leider im LT. Mache ich natürlich noch vernünftig, gar keine Frage. Und jetzt testen wir das Ganze mal. So schnell hat man einen absoluten Erfolg. Also Kabel vernünftig ran und dann funktioniert alles wieder. Perfekt, das ist schon mal das Erste, was ich machen wollte. Jetzt machen wir den Ventildeckel ab, gucken mal, wie die Dichtung aussieht, bestellen da noch eine neue Dichtung. Die habe ich nämlich noch nicht bestellt. Werden die ersetzen, einmal alles sauber machen und schauen, ob er dann dicht ist. Dann haben wir noch so süße Sachen wie hier zum Beispiel im Cockpit zu sehen. Fehlen hier einfach die Schalterabdeckungen. Die sind unheimlich teuer. Deswegen, wer mich verfolgt bei Instagram, ich habe jetzt einen 3D-Drucker. Das heißt, das Ganze wird einfach gedruckt. Da hat sich jemand bei Thingiverse schon sehr, sehr gut Gedanken gemacht, hat das einmal modelliert. Das kommt dann sozusagen hier als Ersatz rein. Boah, ganz toll ohne Hebebühne und so, aber egal. So, hier könnt ihr die Bremsleitung unter dem Fahrzeug sehen. Hier habe ich jetzt schon angefangen, die abzuschleifen. Die waren nämlich alle komplett mit so einem grauen Zeug übergesprüht. Ich weiß nicht, was die vorhatten oder was das für einen Sinn hatte. Auf jeden Fall ist das richtig fett da drauf. Kann natürlich auch sein, dass das ein Schutz für die Bremsleitung ist. Nur ich habe immer die Erfahrung gemacht. Ich weiß natürlich nicht, ob es hier so gewesen wäre, aber ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass der TÜV-Prüfer diese Leitung immer gerne im Rohzustand sehen möchte, beziehungsweise wenn das Fahrzeug so alt ist und er sieht irgendwo eine Stelle, die nicht so toll aussieht, dann heißt es ja, einmal Bremsleitung abschleifen, mit einem Fett übersprühen oder so, dass er halt wirklich sehen kann, wie die Substanz von der Bremsleitung ist. Auch mir ist das natürlich ganz lieb, das heißt, auch weil ich sehen möchte, wie es da drunter aussieht, kratze ich das ganze Zeug jetzt ab, schleife die Bremsleitung einmal so ganz leicht an, mit so einer, ich weiß gar nicht, was das hier ist, auf jeden Fall nicht so eine grobe Körnung, eine relativ sanfte Körnung, schleife ich das einmal ab und dann sprühe ich das mit Fett ein und dann, denke ich mal, sollte das auf jeden Fall wieder eine Weile halten. Falls ihr irgendwie so Fluidfilm benutzt, was ich jetzt benutzen werde, das muss immer mal erneuert werden. Also denkt daran, wenn ihr das, gerade wenn ihr das an den Bremsleitungen macht, dass ihr das auf jeden Fall immer mal wieder erneuert. Ja, ansonsten begebe ich mich jetzt weiter daran. Nicht nur der Teil ist halt angesprüht, sondern hier geht es auch noch einen Tick weiter zum Bremskraftregler. Und das kann ich euch jetzt gerade gar nicht zeigen. Nach vorne hin, wo die Leitungen nach vorne gehen, da haben sie noch mit Unterbodenschutz drüber gesprüht. Das werde ich wahrscheinlich auch nochmal entfernen. Einfach auch, damit ich mir sicher bin, dass die Bremsleitungen alle heil sind. Und ja, ich denke, dann sollte das auf jeden Fall fein sein. Jetzt kommen wir zu den ersten Vorbereitungen
für die Rostbehandlung. Das Ganze mit den Bremsleitungen ist jetzt wunderbar. Das habe ich vollgesprüht, das habt ihr ja sogar gesehen in den Bildern. Dann die Lechmaschine funktioniert wieder einwandfrei. Und als allernächstes, genau, den Ventildeckel mache ich jetzt noch nicht, weil die Dichtung halt noch nicht da ist. Das hatte ich ja auch schon erwähnt. Und jetzt werde ich, wie gesagt, Vorbereitungen treffen, dass man die Kotflügel vernünftig abbauen kann. Das ist das Modell mit 95, also das ist das 95er Baujahr. Das heißt, hier sind die Kotflügel geschweißt. Da wird auch noch einiges auf mich zukommen. Allerdings werdet ihr das vielleicht in den folgenden Videos sehen. Und ja, ansonsten werde ich jetzt erstmal die Stoßstange abnehmen, vielleicht auch die Scheinwerfer schon abbauen. Und dann schauen wir mal weiter. Man kann sehr gut erkennen, warum ich das Ganze jetzt mache. Ich löse den geschweißten Kotflügel. Warum mache ich das? Weil der Radlauf hier unten, der muss einfach komplett neu. Hier sieht man auch ganz klar, die haben hier wirklich, ja, eigentlich den ganzen Radlauf weggeschliffen. Wahrscheinlich bei einer Reparaturversuch oder so. Ist ja auch völlig in Ordnung. Und dann haben sie Spachtel einmal wieder drüber gezogen. Das heißt, ich habe hier schon gar kein Blech mehr, sondern hier liegt wirklich nur noch Spachtel drüber. Naja, das zacken wir jetzt alles mal ein bisschen, versuchen, dass wir den Kotflügel hier abkriegen. Und ja, dann schauen wir mal, dass der neue auch passt. Kurz zwei, drei Worte dazu. Einmal ganz kurz zum Werkzeug. Und zwar habe ich mir hier so einen Schweißpunktbohrer gekauft. Verlinke ich euch natürlich alles wie immer unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr über meine Links bestellt, unterstützt ihr mich und meine Projekte natürlich auch nochmal ordentlich. Da wäre ich euch auf jeden Fall sehr, sehr dankbar. Ja, und ansonsten, wie sieht das aus bei den geschweißten Kotflügeln? Wir haben jetzt hier überall die Schweißpunkte aufgebohrt. Eigentlich sieht man die immer ganz gut. Die sind so, ich sag mal, so ein bisschen eingedellt. Das sieht man immer ganz gut. Dann hier hinterm Scheinwerfer waren auch noch drei Stück. Und hier unten, ja gut, da hat man jetzt kaum noch was erkannt. Aber trotzdem habe ich gemerkt, wo der Kotflügel halt befestigt ist. Jetzt sieht das schon mal ganz gut aus eigentlich. Also er ist schon mal ganz locker. Das einzige Problem ist jetzt, tatsächlich muss ich die Tür abbauen. Habe ich gedacht, könnte ich darauf verzichten. Aber natürlich sowieso für den anderen Radlauf hier hinten wahrscheinlich auch nicht so verkehrt, wenn die Tür draußen ist. Allerdings habe ich sie natürlich immer offen. Das heißt, ich muss die Tür heute Abend wieder einbauen. Bisschen blöd, aber was soll's. Ran da und machen. Die Türverkleidung ist jetzt ab. Und jetzt zeigt sich auch, warum unsere elektrischen Spiegel, Außenspiegel, nicht funktionieren. Ich vermute mal, dass das diese drei schönen Kabel hier sind. Schade ist natürlich, dass sie es einfach nur abgeknipst haben. Wahrscheinlich haben sie das gemacht, als sie von, ja, ich denke mal, dass sie es von außen abgebaut haben und dann abgeknipst haben und die Türverkleidung einfach gar nicht abgenommen haben. Finde ich ein bisschen doof, weil so ist hier natürlich immer noch Spannung drauf und sobald man den Taster betätigt, könnte es natürlich sein, außer sie haben dran gedacht, die Sicherung rauszunehmen, dass hier Spannung drauf ist. Den Stecker werde ich jetzt auf jeden Fall erstmal entfernen. Ja, müssen wir uns nochmal überlegen, ob wir uns die Außenspiegel nochmal kaufen. Ich weiß gerade nämlich nicht, was die kosten. Jetzt ist es so, dass hier, wenn ich das alles richtig sehe, ist eigentlich alles über Stecker gelöst. Das heißt, ich brauche hier nichts schneiden oder irgendwie Kabel nachher wieder verbinden, sondern ich nehme überall einfach nur die Stecker ab und ziehe das eben aus der Tür raus und kann dann die Tür ausmachen. Mittagspause! Oh, lecker! Jetzt! Den Kotflügel hier habe ich mit ein bisschen mehr Gewalt abgemacht und hier sieht man jetzt auch wieder sehr, sehr schön, dass hier auch, ich will nicht sagen, dass gefuscht wurde, aber es ist einfach immer so eine Sache, die Frage ist, wurde das irgendwo in der Werkstatt gemacht oder hat es jemand privat gemacht? Ich kann es verstehen, dass man gewisse Sachen immer zum TÜV halt eben macht, man kennt es ja selber wirklich, ne? Aber trotzdem ist es immer ein bisschen
ein komisches Gefühl, wenn das so gemacht wurde. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Hier wurden ordentlich Nieten gesetzt. Da wurde irgendein Blech davor gesetzt und dann mehr Spachtelmasse aufgetragen als alles andere. Naja, man kann sich jetzt nicht beschweren. Es ist ja so, wie es ist. Ich wusste ja, wie es ist. Und ich will es euch einfach nur mal zeigen, was man eben halt auch vertuschen kann. Also das funktioniert alles und man kommt irgendwie wahrscheinlich dann immer durch den TÜV. Aber wir wollen das jetzt hier einmal vernünftig machen. Das heißt, die Kotflügel kommen auf jeden Fall neu. Nächster Tag und weiter geht's. Was machen wir heute? Heute werden wir uns um einen kleinen Fehler innen drin noch kümmern, weil die Lüftung funktioniert irgendwie noch nicht so richtig. Da scheint ein Wackelkontakt zu sein. Und ansonsten möchte ich mich jetzt schon mal richtig heftig bei euch bedanken, denn zu diesem Zeitpunkt, gestern, ist das Video zu der Vorstellung von dem Projekt hier gekommen und das Feedback war einfach mega. Ihr wart mega aktiv in den Kommentaren, da freue ich mich richtig drüber. Und ansonsten hoffe ich, dass ihr weiterhin so aktiv seid, denn das motiviert mich auch hart, hier richtig reinzuklotzen. So, ich denke, ich habe das Problem gefunden, und zwar in dem Schalter von der Lüftung sitzt dieses Teil drin. Und da sind so kleine Federn zu sehen, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt erkennen könnt. Und hier sieht man ganz klar, dass dieses Teil irgendwie festgeschmort ist oder so. Also das heißt, es ist ein bisschen heiß geworden. Normalerweise soll sich das Teil hier, vermute ich zumindest mal, nämlich bewegen, sonst wären da keine Federn drin. Also ich hoffe, ihr könnt das so ein bisschen verstehen. Ich werde also dieses Teil jetzt einfach, also das Bedienteil einfach neu kaufen. Das gibt es garantiert noch irgendwie im Zubehör oder so. Und dann schauen wir mal, ob das wieder funktioniert. Leider Gottes ist uns jetzt bei der letzten Aufnahme die Kamera ganz verreckt. Den Sturz habt ihr in diesem Video wahrscheinlich gesehen. Leider funktioniert das Objektiv nicht mehr. Wir können nicht mehr fokussieren. Das heißt, wir haben uns jetzt eine andere Kamera schnell geschnappt. Aber das macht auch nicht so viel, denn ich möchte das Video hier ganz gerne beenden. Die Ventildeckeldichtung ist auf jeden Fall drin, neue Rücklaufleitungen sind auch verbaut. Ich habe die Motorhaube jetzt schon mal wieder eingehängt. Das hat einfach den Grund, im nächsten Teil fangen wir dann mit den Karosseriearbeiten an. Das heißt, die neuen Kotflügel werden angepasst. Schauen wir auch mal, wie passgenau die sind, weil ich habe natürlich keine Originalteile gekauft. Wollen dann natürlich auch ein bisschen Geld sparen. Und die müssen dementsprechend noch ein bisschen angepasst werden, links und rechts. Zur Haube ausgerichtet werden, ganz klar. Und zu allem anderen Rest auch. Aber wie gesagt, da gehen wir im nächsten Video näher drauf ein. Ich hoffe, dieses Video hat euch schon mal sehr, sehr gefallen. Wenn ja, gebt gerne einen Daumen dafür nach oben. Abonniert den Kanal, falls ihr mehr sehen wollt von dem billigsten Multivan hier auf YouTube. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Also, haut rein!